Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert. Meine Videos machen mitunter den Anschein, dass Elektromobilität unglaublich kompliziert sei. Und in den Kommentaren lese ich dann auch öfter, mal ist schön und gut, aber für mich ist das nichts. Darum habe ich mir gedacht, ich filme einfach mal eine Woche Alltag Elektromobilität bei Speicher elektrisiert. Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber gibt euch einfach mal einen Einblick, wie es wirklich aussieht von montags bis sonntags, Speicher elektrisiert und sein ENIAC. Auf geht's! Schönen guten Morgen. Wir haben 10 vor 6 und starten jetzt in diese Woche ein Alltag Elektromobilität bei Speicher elektrisiert. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit und gerade gehe ich durch die Tiefgarage bzw. durch den Hausflur Richtung Tiefgarage und jetzt geht es natürlich erstmal los. Mein Auto steht da vorne, hängt natürlich am Strom. Ja, ich kann zu Hause laden und da seht ihr es. Er ist natürlich angesteckt. Ich habe ihn aufgeladen auf 80%. Und jetzt wird er erstmal abgesteckt. So. Und wir fahren zur Arbeit mit 80% los. Zeige ich euch natürlich auch noch kurz. Und damit beginnt mein Montag. Jetzt gucken wir mal schnell, dass wir hier vorne, bevor ich losfahre, noch 80%, 293 Kilometer sind vorhanden. Jetzt liegt so eine Strecke von, ich würde mal sagen, 20% ungefähr vor mir. Ja, ich rechne in Prozent, nicht in Kilometern. Und wir sehen uns dann im Parkhaus bei der Arbeit wieder. Und ja, bis dahin gönnt euch genauso wie ich erstmal einen Kaffee. Ich bin bei meiner Arbeitgeberin angekommen. Wir können auch kurz vorne auf den Akkustand schauen. Da seht ihr mit 63%. Bei meiner Arbeitgeberin habe ich den Vorteil, dass ich laden kann und es ist aktuell auch noch gratis. Und genau das machen wir jetzt auch. Warum sollte ich die Gelegenheit nicht nutzen? Natürlich tue ich das und stecke an. Schnapp mir hier das Ladekabel und hau mir erstmal den Kopf an diesem nervigen Banner an. Die Freischaltung bei meiner Arbeitgeberin erfolgt übrigens über den Mitarbeiterausweis. Und das war's. Für mich geht's schon wieder zurück. Ich habe hier aufgeladen bei meiner Arbeitgeberin. Wer jetzt denkt, dass das Ganze gratis ist, nur weil der Strom gratis ist, der irrt natürlich. Ich zahle hier 70 Franken für den Parkplatz, respektive dafür, dass ich hier parkieren darf, wenn was frei ist. Ich hänge jetzt mal kurz das Kabel hier weg und wir teilen uns die Parkplätze. Das heißt, ich habe natürlich keine Parkplatzgarantie. Eben, die 70 Franken gehen jeden Monat runter. Aber hey, noch ist der Strom gratis, das ist super. Dementsprechend bin ich jetzt hier natürlich auch, zeige euch das kurz mal nach hier vorne, auch schon auf 90% wieder hoch. Jetzt geht's für mich nach Hause. Ich arbeite am Nachmittag im Homeoffice weiter. Es wird sicher noch ein etwas längerer Abend. 90% habt ihr gesehen, habe ich jetzt nachgeladen. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, werde ich wahrscheinlich nicht laden. Zurück zu Hause, zurück in der Tiefgarage und da ist der Batteriestand. 77% sind im Auto. Demnach ist das für mich, wie ihr seht, nahezu ein Nullsummenspiel gewesen. 3% weniger, als ich losgefahren bin. Tag 2. Dienstag, der Alltag in der Elektromobilität mit Speicher elektrisiert Woche. Das Auto hat heute, dank Homeoffice, nur in der Garage gestanden. Bis jetzt. Jetzt habe ich noch um 17 Uhr einen Termin im Bündnerland und bin unterwegs. Abgefahren bin ich, wie gestern abgestellt, mit 77% und die Fahrt geht mehrheitlich über die Autobahn entlang vom Walensee hinein ins Bündnerland.
Auf der Strecke runter werde ich definitiv nicht laden müssen, auch wenn ich nachher ein bisschen über eine Passstraße hochfahre. Und ich bin mir auch recht sicher, dass ich auf dem Rückweg nicht laden muss. Also an den Schnelllader raus wird für mich heute wohl entfallen. Bin ich auch überhaupt nicht undankbar. Die Zeit, wo man da wartet, kann man besser nutzen. Ich werde jetzt hier weiterfahren bis zu meinem Zielort. Dann schauen wir noch mal kurz auf den Akkustand hier vorne. Und ja, Alltag in der Elektromobilität kann nämlich ganz schön langweilig sein. Mhm. Darum gibt es da auch so wenig Videos drüber. Ziel erreicht. Ich bin angekommen im Bündnerland, wo ich mich gleich mit dem Robert treffe. Und wir blicken einfach mal kurz vorne drauf. 48% habe ich jetzt noch im Akku, aber ich bin auch eine ordentliche Passstraße hochgefahren. Das heißt, ich kann auf dem Rückweg sicher 4-6% rekuperieren. Dann habe ich immer noch über 50% im Akku. Und damit komme ich locker wieder bis nach Hause und an die heimische Ladestation. Na klar, eine heimische Ladestation, eine Wallbox in der eigenen Tiefgarage ist Luxus und nicht jeder hat das. Ich kann euch aber nur meinen Alltag zeigen in der Elektromobilität und nicht den von jemandem, der jetzt wirklich, wie es so schön heißt, Laternenlader ist, so draußen laden muss. Nichtsdestotrotz, mein Alltag, eine Woche lang dokumentiert, jetzt bei 48% hier im Bündnerland. Heute ist es spät geworden. Das ist halt so, wenn man YouTube-Videos in seiner Freizeit macht, dann sind solche Termine grundsätzlich abends. Gerade hatte ich einen richtig schönen, da ergibt sich dann vielleicht doch für zukünftige Videos was richtig Gutes, nämlich die Zusammenarbeit mit einem Experten rund um Elektrotechnik, und damit kann man vielleicht das ein oder andere Video richtig, richtig gut gestalten. War ein super schönes Meeting, hat mir richtig viel Spaß gemacht, aber es ist spät geworden und das seht ihr auch, wir haben fast 11 Uhr. Es sind noch 22% in der Batterie. Das heißt, ich klemme den jetzt natürlich hier zu Hause an. Auf Wiedersehen. Und habe dann natürlich morgen auch wieder hübsch meine 80% drin. Tja, eigentlich ist ja am Mittwoch Homeoffice-Tag und theoretisch hätte ich mein Auto, da vorne steht es, auch überhaupt nicht bewegt. Jetzt muss ich trotzdem einkaufen, kurz in meiner Pause, denn es ist wenig zu essen im Haus. Wir haben beide eine relativ strenge Arbeitswoche, also meine Bleifuß-Lilly und ich. Und auch noch ein bisschen Brot besorgen für heute Abend. Macht natürlich nichts. Die Kiste ist längst wieder auf 80% geladen, dank Daheimladen. Und die kurze Fahrt zum Einkaufen wird kaum Akku fressen, fällt also heute nahezu nicht wirklich ins Gewicht. Gehört aber natürlich in das Video, weil der Alltag der Elektromobilität. Und somit dokumentiere ich auch jede Fahrt. Auf geht's, ich fahre jetzt einkaufen. Da wollt ihr wahrscheinlich nicht mit. Bevor ich jetzt losfahre, natürlich auch hier zur Dokumentationszweck der SOC. Ihr seht, im Auto sind 80%. Ich zeige euch das natürlich auch nochmal, wenn ich vom Einkaufen zurück bin. Zurück vom Einkaufen. War eine kurze Fahrt. Da vorne geht das Tiefgaragentor schon auf. Meine Einkäufe stehen da neben mir. Und wenn wir uns jetzt noch kurz den Blick auf den SOC gönnen, sehen wir, 78% sind da noch drin. Ja, ziemlich langweilig. Aber so ist es halt im Alltag. Man benutzt das Auto nach wie vor auch in der Elektromobilität nicht unbedingt öfter. Auch wenn es verlockend ist. Ich fahre in die Tiefgarage, wird gerade dunkel. Auch wenn es verlockend ist, im Alltag fährt man dann halt doch nicht mehr als auch mit seinem Verbrenner und das Auto steht mehrheitlich rum. Da könnten wir jetzt natürlich einen schönen Exkurs machen ins bidirektionale Laden. Vehicle to Grid wäre hier jetzt das Stichwort. Warum das so sinnvoll ist, wenn unsere Autos mit unseren Batterien so viel rumstehen und wie das zur Netzstabilität beiträgt. Gehört aber nicht in den Elektroauto-Alltag und ist auch ein Thema, mit dem sollte man sich gar nicht unbedingt befassen müssen, wenn man denn nicht will. Donnerstag war auch wieder ein Homeoffice-Tag und mein Skoda Enyaq hat munter in der Tiefgarage rumgestanden. Einzige Ausnahme, am
Nachmittag, nämlich jetzt, habe ich noch schnell ein bisschen was für die nächsten YouTube-Videos aufgenommen. Das braucht natürlich nicht allzu viel Akkukapazität, zeige ich euch kurz, von 77 runter auf 75% und dabei wird es dann auch für den Donnerstag bleiben. Morgen werden wir ein bisschen mehr fahren, denn morgen ist Freitag und ich habe diesen Freitag frei. Guten Morgen am Freitag von meiner Woche Alltag in der Elektromobilität bei Speicher elektrisiert. Ihr seht, das Wetter ist richtig mies geworden, von strahlendem Sonnenschein zu Schneeregen in nicht mal 24 Stunden. Wir sind gerade zu Hause losgefahren mit 73%, die wir noch im Akku haben. Das eine Prozent ist auf der kurzen Strecke, die wir gerade gefahren sind, schon draufgegangen. Und heute sind wir tatsächlich ein bisschen mehr unterwegs. Wir, das ist meine Frau und ich, denn wir haben ein paar Termine verteilt über die Region hier. Und da geht natürlich auch mal endlich ein bisschen was aus dem Akku raus, damit die Woche nicht ganz so langweilig ist, bestehend aus Homeoffice und Essen besorgen. Ladestopp ist ja auch immer Akku aufladen für sich selbst. Das kann man natürlich mit Bewegung tun oder mit was Leckerem zu essen. Wir essen gerade lecker, denn meine Frau und ich haben gerade noch für einen anderen Videodreh von einem anderen Video ein bisschen Strecke gefahren. Und das ist natürlich auch Teil von meinem Elektroalltag. Das heißt, wir sind den Akku runter auf 17% gefahren für einen Test, hängen jetzt hier in Maienfeld am Heidiland, das kennen viele von euch, an der Säule an diesem Freitag. Und ihr seht, wir laden gerade munter nach, ziehen die Kiste hier wieder hoch auf 80%. Ist natürlich laut draußen, weil Autobahn. Ja, natürlich, man könnte jetzt auch sagen, warum ziehst du dich jetzt hier auf 80% hoch? Uns würden hier wahrscheinlich auch locker 40-50% reichen. Also wir hätten gerade mal 30% nachladen müssen, um bis nach Hause zu kommen, um wieder an die Wallbox zu gehen. Aber ja, warum sollte ich mir das jetzt antun? Für den Test, für das andere Video würde ich eh gern 80% drin haben. Und dann lädt man halt auch einfach mal zwischendrin auf 80%. Das ist aber vielleicht auch noch so ein Tipp für die Elektromobilpraxis oder für den elektromobilen Alltag. Ladet nicht immer grundsätzlich auf 80 oder 100%. Auf 100 sowieso nicht, außer ihr geht auf lange Strecken. Habe ich ja auch schon genug Videos drüber gemacht. Ladet immer nur das nach, was ihr auch braucht. Das reduziert eure Standzeit und auch so ein bisschen den Frust. Das ist anders als beim Verbrenner. Beim Verbrenner würdet ihr grundsätzlich voll tanken, weil es keinen Sinn ergibt, das nicht zu tun, weil es auch nicht viel Zeitunterschied macht. Beim Elektroauto ist das ein bisschen anders. Und ja, es braucht eine Zeit, bis man sich dran gewöhnt hat, das anders zu denken und dass das Auto nicht immer voll sein muss. Es braucht so einen kleinen Gedankenklick. Denn ihr werdet auch ganz oft einfach irgendwo stehen, wo ihr nicht laden müsstet, aber laden könnt, weil ihr essen geht oder irgendwo spazieren oder wandern geht. Und man kommt einfach in so einen anderen Rhythmus rein und der ist nicht anstrengend und der ist nicht aufwendig. Das ist überhaupt kein Problem. Das hört sich immer ganz wild in den Videos an, doch in der Praxis ist das ganz einfach und simpel. Und wichtig, seid ehrlich zu euch selbst. Wie oft fahrt ihr wirklich am nächsten Tag ganz spontan, ganz weit weg, irgendwo hin, sodass ihr in die Verlegenheit kommt zu sagen am Morgen, Mist, hätte ich doch mal aufgeladen. Wenn ihr da ehrlich zu euch selbst seid, das passiert ganz, ganz selten oder auch nie. Samstagmorgen, guten Morgen. 56% sind in der Batterie, wir sind schon ein bisschen unterwegs. Und ja, in der Schweiz gehen die Skiferien los, das heißt Stau auf der Autobahn. Gehört halt auch dazu. Seit meinem Winternacht-Video wisst ihr ja, dass ihr selbst bei Stau auf der Autobahn nicht erfrieren müsst. Denkt an die Faustregel, euer Enyaq braucht ca. 2% bei der 80er Batterie, 2,5% bei der 60er Batterie pro Stunde. Das heißt, ihr könnt sehr lange in sowas stehen wie wir hier gerade. Und da lobe ich mir doch wirklich die Assistenzsysteme, vor allem den Travel Assist. Ich muss nichts machen. Das ist das Angenehmste überhaupt im Stau. Das Auto fährt und ich halte das Lenkrad fest. Nichtsdestotrotz
Wir fahren heute wandern. Gesehen, ich habe gestern nicht angesteckt, nicht geladen. Und ich bin mir relativ sicher, wir fahren ungefähr eine Dreiviertelstunde Richtung Flesch. Das ist in der Bündner Herrschaft am Anfang von Graubünden. Ich werde auch nicht laden müssen, auch nicht auf der Rückfahrt. Und ja, wir kämpfen uns jetzt erstmal durch diesen Ferienstau hier. Und dann sehen wir uns nachher zur Wanderung. Wir sind in Flesch angekommen. 40% sind noch in der Batterie. Natürlich auch ein bisschen dank dem Stau, warum man nicht schnell fahren kann. Und ja, wir werden jetzt hier ein bisschen wandern. Vielleicht gelingt es mir, ein paar Eindrücke von da mitzubringen. Wir haben nämlich bestes Winterwetter. Strahlender Sonnenschein, angenehm kühl draußen. Und das wird richtig, richtig gut. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Nicht alles läuft rund im Alltag in der Elektromobilität. So zum Beispiel hier am Standort, wo ich gerade noch einen Test machen wollte für ein anderes Video. Die Stationen hier gehören zu Move Mobility und an meiner Säule passiert hier erstmal überhaupt nichts. Die hatten einen Fehler. Aber gucken wir uns doch mal die anderen Säulen an. Aus dieser Säule tropfen 3 Kilowatt an einem Ioniq 5 bei 35%. Gehen wir zur Nachbarsäule, steht ein Peugeot E208. Aus dieser Säule tropfen 4 Kilowatt bei 35%. Und gehen wir zur letzten Säule hier, da steht ein Skoda Enyaq. Aus dieser Säule tropfen 4 Kilowatt bei 51%. Ja, der ganze Standort ist einfach nur kaputt. An der Hauptverkehrsachse zur Hauptferienzeit. Wir sind wieder zu Hause angekommen und wir haben jetzt noch 13%. Das ging sich jetzt für uns gut aus mit dieser defekten Ladestation da im Glarnerland. Und ja, es sollte Elektromobilität im Alltag sein und eine Woche zeigen, wie herrlich langweilig das Ganze ist. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und das, was wir gerade gesehen haben, einfach rausschneiden. Damit das Video weiterhin herrlich langweilig ist und die Elektromobilität perfekt bewirbt. Fair wäre das nicht. Darum lasse ich das auch im Video drin. Denn Stand heute kann euch das passieren. Es ist zwar äußerst selten, dass ein kompletter Ladestandort ausfällt, so wie dieser. Meistens sind es einzelne Säulen, das hatten wir da ja auch. Eine Säule war ganz defekt, die anderen Säulen haben einfach 3 bis 4 kW abgegeben. Aber mit 3 bis 4 kW könnt ihr nicht schnell laden, da steht ihr dort ewig. Ja, natürlich habe ich die Service-Hotline angerufen. Und der Mitarbeitende war auch super nett. Er hat auch die Säulen neu gestartet, aber geholfen hat das leider nicht. Hier hängt eine Easy-Wall-Box und wenn wir einfach mal hier so uns die Tiefgarage angucken, fällt euch auf der anderen Seite übrigens das Gleiche, laufe ich jetzt nicht lang, das ist die einzige. Ja, ich bin der einzige E-Auto-Fahrer in der ganzen Überbauung hier. Hier unten stehen sicher an die 50 Autos. Und nein, das da hinter mir ist keine Garantie, denn in der Schweiz gibt es kein Recht auf Laden. Ein Riesenproblem. Wenn ihr Mieter seid und die Hausverwaltung möchte nicht, dann bekommt ihr keine Wallbox. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Das gleiche Problem haben Stockwerkeigentümer. Wenn die eine wollen und nicht alle Eigentümer zustimmen, weil es eben eine bauliche Veränderung ist, dann bekommt ihr wieder keine. Hier ist die Politik ganz dringend gefragt, aber es gibt ja von einer Partei in der Schweiz dazu auch eine Motion. Ich hatte Glück, nach langen Verhandlungen mit der Verwaltung habe ich diese Wallbox bekommen. Die ist aber nicht gratis. Ich zahle 30 Franken mehr für den Parkplatz im Monat als alle anderen Mieter, nur für die Box. Der Strom ist da auch nicht inklusive. Den Strom zahle ich zum ganz normalen Tarif hier in meinem Dorf. Das heißt, ich habe einen Hoch- und Niedertarif und darum versuche ich natürlich besonders oft nachts zu laden, weil dann ist es unschlagbar günstig. Dann zahle ich wirklich knapp 16 Rappen pro Kilowattstunde. Wir haben einen wunderschönen Sonntag und das Wetter ist viel zu gut, um in der Bude zu hocken. Und darum sind wir natürlich auch wieder draußen unterwegs. Wir fahren nicht allzu weit, wir fahren nur bis zum Walensee. Und am Walensee wollen wir einfach ein bisschen über dieses herrliche Wasser blicken, in die Berge, die schneebedeckten und den Tag
genießen. Mit diesen 60% in der Batterie endet die Woche. Das war's. Das war die letzte Fahrt der Woche am Sonntagnachmittag in die Natur. 60% noch in der Batterie. Und ja. Wir wären ja nicht bei Speicher elektrisiert, hätte ich euch keine Daten mitgebracht. Wichtig, das mache ich im Alltag nicht. Das mache ich für die Videos. Und nötig ist das auch nicht. Schauen wir uns trotzdem die Daten an. So sehen wir, ich bin 650 Kilometer gefahren. Das ist für mich in einer Woche auch eher unüblich viel. Und davon ungefähr 90% auf der Autobahn, sprich 100 bis 120 Stundenkilometer. Zudem haben wir Winter. Und das erklärt dann auch den relativ hohen Durchschnittsverbrauch von 24,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Gleichzeitig haben wir natürlich ein paar besondere Events in den Tagen und da gehe ich auch dann kurz nochmal drauf ein. Und zwar das erste Besondere ist wahrscheinlich der Mittwoch. Die Hinfahrt zum Einkaufen 12,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, die Rückfahrt doppelt so hoch. Das ist natürlich nicht die Realität. Er ist halt einfach bei der Rückfahrt um 2% umgesprungen, wahrscheinlich weil er auf der Hinfahrt etwas mehr als 1% gebraucht hat. Das ist halt der kurzen Distanz geschuldet. Spannender ist ja eigentlich der Freitag, wo wir auf der ersten Fahrt 29 Kilowattstunden auf 100 Kilometer haben und auf der Rückfahrt nur 22. Da habe ich das Blödvideo gefilmt. Ich verlinke es euch nochmal hier oben, falls ihr es nicht gesehen habt. Das andere Spannende ist dann wahrscheinlich direkt der Samstag mit zweimal über 33 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Dabei bin ich einfach nur über die Autobahn nach Flash und zurückgefahren. An dem Tag hatten wir teils orkanartige Föhnlage und den Wind bemerkt man einfach auf der Autobahn. Dumm, dass er auch noch gedreht hat, sodass ich auf der Rückfahrt das gleiche wie auf der Hinfahrt habe. Das ist da wirklich dem Luftwiderstand geschuldet und das frisst euch dann mal schnell 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Schauen wir noch kurz auf die Ladekosten. Wichtig, ich habe am Ende ja mit 60% die Woche beendet. Fairerweise habe ich das auch wieder auf 80% hochgerechnet. Ich hatte ja nicht geladen, weil wir sind mit 80% gestartet und dementsprechend sollte das auch mit 80% enden. Die tatsächlichen Ladekosten für mich sind 31,50 Franken. Hätten wir das Ganze an der Ionity gemacht mit Powerpass für 30 Rappen aktuell und im ersten Jahr ist die Grundgebühr ja auch gratis, dann wären wir bei knapp 57 Franken. Hätte ich nur zu Hause geladen, sogar bei knapp 30 Franken. Vorher hatte ich einen Renault Kadjar Diesel und die 6,7 Liter auf 100 Kilometer bei 90% Autobahnanteil, vor allem auch unter diesen Bedingungen mit dem Wind und so, die sind noch eher optimistisch. Dann habe ich den Dieselpreis einfach an unserer Dorftankstelle abgelesen am 19. Februar, 1,95 Franken und dann sind wir bei 85 Franken. Aber eben, hier geht es um den Alltag und im Alltag funktioniert das Auto wunderbar, zumindest in meinem. Und das ist auch nicht kompliziert, man muss all diese Zahlen nicht auslesen, man muss all diese Daten nicht ausrechnen. Man fährt den Wagen, ist der Akkustand niedrig, lädt man ihn auf und genießt einfach das Fahren. Ich freue mich nach wie vor unglaublich, wenn ich in das Auto einsteige und dieses Ambiente sehe. Ich freue mich, das Lenkrad anzufassen und in den zumindest für mich bequemen Sitzen zu sitzen. Ich genieße die Ruhe beim Fahren. Ich bin nach wie vor richtig glücklich mit dem Auto. Und mit diesem wunderschönen kleinen Sonntagsausflug an den Walensee endet meine E-Mobilitätswoche mit Speicher elektrisiert. Und tja, was denkt ihr? War das nicht doch eher ziemlich langweilig? Daraus kann man nicht jede Woche ein Video machen. Da braucht es einfach ein bisschen mehr und darum ist der Kanal auch wie er ist. Nichtsdestotrotz war auch diese Woche durchaus erlebnisreich. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und bis dahin, bleib energiegeladen.